So, Dankeschön ist, dass du für unsere Konferenz deine Erfahrung, Weisheit uns gibst. Es ist dieses unglaubliche Thema Kritik, es hat auch mit Urteil zu tun. Nach meiner Erfahrung, was viele Leute verändert, zu sagen, hey, hier bin ich, das mache ich, das freut mich, weil viele Energien einfach auch zurückhält, ne? Und du hast natürlich diese viele Erfahrung, arbeitest ständig mit Menschen. Und dieses Wesen der Kritik, ne, würde ich gerne mal einfach auch einen Beitrag von dir haben. Wie gefällt dir meine Farbe? Auch heute ganz gut. Sie sind heute richtig bunt. Ich habe so in Wikipedia nachgeguckt, was Kritik bedeutet, so was Sie so geschrieben haben. Und die Wurzel des Wortes kommt vom Griechischen und steht als Erklärung da in zwei Worten: unterscheiden und trennen. Und all das, was wir aus einer unbewussten Sicht machen, ist entweder das oder das. Wir können nicht sehen, sowohl als auch. Das wäre die aufgelöste Form des Sehens, wie die Dinge sind oder wie ich bin in dem Moment. Das heißt, für mich, wenn ich das Wort Kritik benutze, ist das meistens negativ belegt. Menschen nennen es destruktive oder konstruktive Kritik. Jedoch, wenn man die Schwingung des Wortes spürt, hat es einen negativen Touch. Und warum hat es einen negativen Touch? Weil es aus der philosophischen Sicht kommt, wo man sich mit dem Verstand befasst über die Dinge, wie sie sind. Und wenn ich mich mit dem Verstand befasse, wie die Dinge sind, werde ich sie immer in einer duellen Sicht sehen. Die duelle Sicht ist dann das Sehen des Getrennten. Das heißt, entweder weiß oder schwarz. Wenn ich jetzt aber das Wort Kritik in ein anderes Wort ändere, und zwar Selbstreflexion, dann habe ich mehr Weite in der Sicht. Und zwar mehr Weite über die Dinge, die sind, wie sie sind. Und wenn ich bei mir beginne zu reflektieren, was in mir und wie es in mir ist, dann bekomme ich eine Antwort auf die Dinge, die ich in mir suche und es nie im Außen bekomme. Das ist der Schlüssel. Absolut, ja. Das ist auch meine Erfahrung. Ne? Das heißt, Kritik ist ein Produkt der Dualität. Ne? Ja. Das habe ich verstanden. Und so wie in manchen Beziehungen, ne, wenn man die Dualität erlebt, hast du gesagt, die Zusammenführung, so habe ich es verstanden, ist dann eine Endlösung. Das heißt, man kritisiert sich, man streitet und dann genießt man, wenn man richtig schlau ist, wie man es schön sagt, und dann geht man ins Bett. Ne? So, das heißt, nach einem guten Streit ist es möglich, dass diese Dualität sich entspannt und wieder eins wird und wieder ganz wird. Das heißt, es ist ein Teil des Ganzen und als Teil des Ganzen ist es auch das Ganze, wenn man aus dieser Sicht betrachtet, wie du das vorhin gesagt hast. Ja. Ja. Für mich der Punkt Streit oder Konflikt, wenn man das jetzt so benennt, passiert nur dann, wenn beide Personen nicht fähig sind, in dem Moment zu reflektieren. Bevor so eine Eskalation passiert und ich ein Empfinden zu meinem Körper habe, bekomme ich einen Impuls, der natürlich aus dem Körper heraus aufsteigt, der mir auch sagt: Halt, es ist irgendwas unklar in dir, reflektiere es mal, bevor du das an anderen ablädst. So, und das ist achtsam.
weil ich möchte nicht beschimpft werden aus irgendwelchen Grund und ich möchte auch meine Partnerin nicht beschimpfen aus irgendwelchen Grund. Weil dieser Grund, der sich da zeigt, einfach unreflektiert ist. So, das heißt, es ist meine Verantwortung, über die Dinge, die in mir ausgelöst werden, eine Selbstreflexion zu betreiben. So, und das nütze ich dann in diesem Moment. Eine Chance, ein neues Kapitel in mir aufzumachen, zu sagen, oh, Situation A oder B, Person A oder B, macht das so und so und irgendwas passiert in dir. Cool. Wieder ein neues Feld, was sich öffnet, wo ich gerade reingehen kann und das entdecken kann, was da für eine Irritation gesorgt hat. Was ist da noch unklar? Und in dem Moment, wenn ich mich auf die Suche begebe, das zu durchleuchten, was es ist, öffnet sich in mir ein Raum, der Energie spendet. So, diese Energie, die dann aufsteigt, bringt auch Klarheit mit sich. Das ist eine Herausforderung, wenn sowas passiert. Man hat die Möglichkeit, stopp, still, fühle es, oder zu reagieren und sich dann zu trennen. Ne? Ja. Und diese eben, sozusagen kann man auch sagen, Kritik, wenn das Thema kommt, ist auch ein Geschenk, weil da habe ich eine Möglichkeit, was Neues zu lernen. Ja. Was mir die letzten Tage geschehen ist. Ne? Okay. Mama mia. Ich dachte, ich sei schon heilig und so. Ne? Konnte ich mich kritisieren, dass ich nicht so mit meinen Emotionen, wenn man das Richtige trifft, ne, die richtige Taste drückt, dann, ja, dann hat man eine Chance, Neues zu lernen, ne? Ja. Oder stecken zu bleiben. Ne? Ja, der Punkt ist, wenn man das Wort Kritik benutzt, dann reagiert der Verstand. Also der Verstand geht in eine Reaktion. Wenn ich aber das Wort Selbstreflexion nütze, gehe ich in eine Interaktion. Und Interaktion bedeutet, das zu lesen, was gerade in meinem Körper ist. Na, also die Aufgaben, die auch zu mir kommen, das, da, sich damit auseinanderzusetzen und das wirklich darüber zu Verantwortung zu tragen, was löst das in mir aus? Na, ich habe einen älteren Staubsauger zu Hause, wo wir wirklich jetzt voll mit Terminen waren und ich habe tatsächlich keine Zeit, mir einen neuen Staubsauger zu kaufen. Das ist nicht gut. Ja, also, und ich ärgere mich jedes Mal darüber, wenn ich sauge, mir fällt das Rohr runter, weil die Dinger halten nicht mehr. So, und jetzt, wenn ich nach Hause komme, weiß ich, ich fahre in einen Laden und hole mir einen vernünftigen Staubsauger. Ne? So. Und genug Beutel. Ne? Genau. Und genug Beutel, genau. So, das ist so, diese Situation bringt mich zu sagen, so, halt, da ist irgendwie ein Thema bei dir, jetzt musst du dich darum kümmern. Und die sagen, Termin, mhm, das ist jetzt auch wichtig, sonst ärgerst du dich noch in einem halben Jahr darüber. Ne? Schön.